Ich zitiere aus der Internetseite des Auswärtigen Amtes: Länder A bis Z, U wie Usbekistan. Zentralasien gewinnt zunehmend strategische Bedeutung wegen seiner Energieressourcen, der Nähe zu Afghanistan und im Zusammenhang mit interkontinentalen Transportverbindungen. Deutschland und Usbekistan unterhalten seit der Unabhängigkeit des Landes enge und vertrauensvolle Beziehungen. Usbekistan sieht in Deutschland seinen wichtigsten Partner in der EU. Zitat Ende. Strategisch, eng, vertrauensvoll, wichtig. So sieht die Bundesregierung unser Verhältnis zu Usbekistan. Und jetzt sehen Sie einen Bericht von Markus Frenzel über Usbekistan. Die Friedrichstraße in Berlin, eine Luxusmeile des Konsums. Tausende strömen täglich in die Läden der großen Bekleidungsketten. Doch was sie hier kaufen, hat oft eine unschöne Herkunft. Laut Philippa von Stackelberg und Umida Niasova mussten dafür Tausende von Kindern leiden, die im fernen Usbekistan die Baumwolle pflücken. Die Leute kommen hierher und kaufen Jeans und T-Shirts. Und es ist fast garantiert, dass da usbekische Baumwolle mit drin ist. Also Baumwolle, die von Kinderzwangsarbeitern gepflückt wurde. Ich bin fest überzeugt, dass die meisten Kunden davon einfach keine Ahnung haben. Die wissen gar nichts von der Kinderarbeit in Usbekistan. Den Baumwollprodukten recherchieren die beiden Aktivistinnen seit Jahren hinterher. Undercover haben sie jetzt Aufnahmen in Usbekistan machen lassen, die massenhafte Kinderarbeit belegen. Vor einer Woche auf einem Feld bei Buchara. Kinder, die noch keine 10 Jahre alt sind, bei der harten Baumwollernte. 10 Stunden am Tag müssen sie so rackern, ohne Wochenende. Und die Vorgaben sind gnadenlos. Wir müssen noch 2 Tonnen schaffen. Aber das ist unmöglich, das Wetter ist einfach zu kalt. Ein anderes Feld. 2 Lehrerinnen beaufsichtigen ihre Schüler, die angeblich alle freiwillig pflücken. Doch wie freiwillig die Arbeit wirklich ist, zeigt sich schnell. Auf, Kinder, kommt her. Schnell, hierher, schnell. Hier müsst ihr pflücken. Los, macht endlich weiter. Die heimlichen Aufnahmen belegen Kinderarbeit in ganz Usbekistan. In den Regionen Samarkand, Buchara, Taschkent, Chiva oder Andischan. Umida Niasova saß in Usbekistan im Gefängnis. Auch weil sie als eine der ersten über die skandalöse Kinderarbeit in ihrer Heimat berichtet hatte. Sie konnte nach Deutschland fliehen, von wo sie weiter gegen die Kinderarbeit kämpft. Hinter der Kinderarbeit in Usbekistan steckt System. Jedes Jahr schickt die Regierung bis zu 2 Millionen Kinder in die Baumwollfelder. Die Kinder arbeiten unter sehr schlechten Bedingungen und müssen eine Tagesnorm schaffen. Gut die Hälfte der gesamten Baumwolle wird von Kindern geerntet. Usbekistan ist einer der größten Produzenten weltweit. Etwa 3,5 Millionen Tonnen Rohbaumwolle werden hier jährlich hergestellt. Gut 1/10 der Weltproduktion. Und fast alles wird ins Ausland verkauft, wo die Spuren verwischen. Doch nach komplizierten Recherchen stoßen wir auf ein verdächtiges Unternehmen in Bangladesch, die Bextex-Gruppe. Von einem Insider bekommen wir ein Gesprächsprotokoll. Darin bestätigt ein Manager, Hauptlieferant für die Baumwolle sei Usbekistan. Unsere Recherchen machen den Konzern nervös. Auf einmal meldet sich der Vorstandsvorsitzende bei uns. Man beziehe keine usbekische Baumwolle. Merkwürdig. Zuvor hatte uns auch ein Pressesprecher von Bextex bestätigt, dass der Konzern Baumwolle aus Usbekistan kauft. Eine brisante Beichte, denn zu den Kunden von Bextex zählen laut Eigenauskunft viele große Ketten, auch H&M, C&A und Zara. Wir konfrontieren die Unternehmen mit unseren Recherchen. H&M gibt zu, über Zwischenhändler Produkte von Bextex zu kaufen. Generell wolle man zwar auf usbekische Baumwolle verzichten, aber das sei, Zitat, eine echte Herausforderung. Bei Zara kein Kommentar zu Bextex. Besonders pikant ist der Fall C&A, das mit einem Boykott usbekischer Baumwolle sogar wirbt. Zu Bextex unterhielten die Lieferanten, soweit bekannt, keinerlei Beziehung. Komisch, Bextex hat uns genau das Gegenteil bestätigt. Doch es gibt auch Unternehmen, die keinerlei Skrupel kennen. Eine Villa in Bremen. Hier residiert die Otto Stadtlander GmbH, einer der 3 größten deutschen Baumwollhändler. Das Unternehmen macht ganz offen Geschäfte mit Usbekistan. Monatelang sammelten die Juristen der Berliner Menschenrechtsorganisation ECCHR
Beweise gegen das Bremer Unternehmen, das immerhin einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro macht. Otto Stadtlander kauft im großen Umfang Baumwoll aus Usbekistan, das wissen wir. Sie haben ein Büro in Taschkent, sie sind auf der Baumwollbörse vertreten und sie kaufen von den drei staatlichen Unternehmen in Usbekistan die Baumwolle ein. Diese Unternehmen haben das Monopol über die Baumwolle, das heißt, alle Baumwolle, die von Kinderhand gepflückt wird, geht zu diesen Unternehmen und wird weiterverkauft an Unternehmen wie Otto Stadtlander. Wir wollen die Bremer zu ihren fragwürdigen Geschäften hören, doch die blocken ab. Ablenkmanöver. Geschäftsführer Rainer Herrmann, hier links im Bild, sei ständig im Ausland. Ein Interview frühestens in 6 bis 8 Wochen möglich. Mit solchen Hinhaltetaktiken will man sich in Berlin nicht länger abspeisen lassen. Die Menschenrechtler wollen das Unternehmen weltweit an den Pranger stellen. Mit einer Beschwerde bei der OECD. Wir wollen mit dieser Beschwerde klarstellen, dass die Otto Stadtlander GmbH hier eine Grenze überschritten hat und dass sie gegen internationale Standards, die für Unternehmen gelten, verstoßen hat. Rechtlich eine Grauzone, denn die Konventionen der OECD sind keine Gesetze. Daher ist fraglich, ob sich in der Regierung überhaupt jemand dafür interessiert. Außerdem wirbt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland selbst ausdrücklich für Investitionen in Usbekistan. Zitat: Die Republik Usbekistan bietet mit ihren Baumwollressourcen und niedrigen Produktionskosten günstige Voraussetzungen für den Ausbau der Textilindustrie. Warum die Produktionskosten so niedrig sind, hat sich wohl keiner gefragt. Zumindest keiner der staatlichen Wirtschaftsförderer. Und die sitzen gleich neben den schicken Läden in der Berliner Friedrichstraße.